Ja, wieder im Startmenü von der Pate, wieder beim Spielladen, wieder was versaut. Von daher habe ich dann entschlossen, ich werde erst die Mission machen und danach werde ich weiter erpressen. Denn mittlerweile habe ich ja ziemlich das ganze Viertel. Gut, es fehlen jetzt noch zwei läppische Betriebe hier in dem wirklich direkten Block. Und da habe ich dann gesagt, kann ich auch später machen. Jetzt wird erstmal zum Anwesen der Corleones gefahren. Ich denke mal, obenrum dürfte das gehen. Oh, nee, untenrum, andere Richtung. Okay. Ich habe beinahe noch falsch gefahren. Da kann ich auf dem Weg ja nochmal ein wenig die... Salieri könnte es sein, Salazzo... Wie auch immer, kann ich dabei ein wenig ärgern, da die ja hier Wache stehen. Sollten, da eins, zwei. Eigentlich, jo. Ah, nee, rechts. Rechts rum war es und dann Richtung blauen Punkt. Da das Anwesen der Corleones ist und ja, nicht da hinkommen soll. Viel diese Feuerfässer. Moment. Doch nicht auf die Autobahn. Moment. Doch, okay. Und dann direkt die nächste Abfahrt wieder hoch. Auch wenn das leicht illegal ist, weil ich da nicht rüberfahren darf. Aber bekanntlich ist mir ja das zumindest hier mit den Straßenregeln ziemlich egal. Allerdings können wir jetzt hier doch mal kurz mit diesem netten Herrn reden. Ich mach dir einen guten Preis. Munition für eine langläufige Schrotflinte. Die kann man immer gebrauchen und. Ich kenne dich nicht, okay? Ja. Schwarzhändler besorgen illegale Waren, aber zuerst müssen sie natürlich finden. Ja, ich bin noch nicht allzu weit gekommen im Spiel mit Leuten an, Leute anquatschen und so weiter. Aber das ist ja jetzt nicht so wild. Anderer Wagen als zuvor. Jetzt geht's erstmal aufs Anwesen. Oh, falsches Anwesen. Corleones haben natürlich das ganz am Ende der Straße. Und da setzt die langsame Trompetenmusik ein, die wir alle so schön, die wir alle so mögen. Jetzt können wir schon... Moment. Erst mit meinem Auftraggeber reden. Hey, nur ich werde Luca Brasi vermissen. Ich wäre gerne wie er. Ich weiß noch, wie er mal einen unserer Jungs umgelegt hat, nur weil er die Corleones beleidigt hat. Du hast doch nicht vor, die Corleones zu beleidigen, oder? Wer wäre ich denn, wenn ich sowas vorhätte? Das habe ich gerade. Ja, ein bisschen Kabelsalat unterm Tisch. Da muss ich nochmal nachgucken. Das ist ein bisschen zu kabelsalatig für mich. Naja. Salazzo hat sich Tom geschnappt, aber Tom konnte sich rausquatschen. Ah, nach da hinten. Tom ist frei und hat nicht einen Kratzer. Was willst du? Tom Hagen? Ich will ganz offen sein. Die Corleone-Familie braucht Männer wie dich. Während wir uns hier unterhalten, ziehen unsere Feinde die Schlinge zu. Sie warten nur, dass wir Schwäche zeigen. Was kann ich für die Familie tun? Die Familie möchte dir einen Job als Problemlöser anbieten. Du würdest auf den Straßen für uns nach dem Rechten sehen und uns helfen, die alte Ordnung wiederherzustellen. Früher oder später wirst du dann ein verlässlicher Partner der Familie. Und wirst, so Gott will, ein gemachter Mann. Glückwunsch, Sie wurden zum Problemlöser befördert. Respekt, 5000 Punkte, Geld 7500. Beförderung, die unterste Stufe der Hierarchie der Corleone-Familie ist der Problemlöser. Erledigen Sie Ihre Aufträge und verschaffen Sie sich Respekt, bis zum Don aufzusteigen. Wobei das nicht unbedingt das Ziel sein sollte, wenn man in eine Familie kommt, zum Don aufzusteigen, denn dafür muss man sich wirklich sehr viel Respekt erarbeiten.
sehen. Sprintdauer. Was haben wir hier? Wachsamkeit und Vendetta-Wert. Das ist doch gut. Dann werden sie weniger aufmerksam und ich kann mehr... also die Polizisten werden nicht so schnell aufmerksam und ich kann mehr Mist bauen, bevor ein Krieg ausgelöst wird oder sowas. Ist schon recht praktisch. Hey, Clemenza sucht dich. Er ist drüben im Falconite. Okay. Das heißt, ich muss in die nächste Bar. Oh, hier haben wir ein bisschen Munition. Kann man natürlich immer gebrauchen. Auch wenn es jetzt nur Pistolen sind. Aber Munition ist Munition. Da sollte man sich nicht beschweren. Gut, dann gucken wir nochmal oben. Oben, oben. Oh, das ist offen. Ich dachte, es wäre zu. Ein schickes kleines Zimmer. Mal sehen, das wird genauso schick sein. Oh ja. Ein bisschen wenig Inhalt, würde ich sagen. Aber... ah, das macht schon mehr hier. Aber Schränke wären vielleicht was. Oder ein... gut, Fernseher gab es damals noch nicht so wirklich. Aber Bücherregal wäre doch für die Zeit mal ganz angemessen. Nun ja. Mal sehen, was der Herr uns zu sagen hat. Hallo Kleiner, ich hätte einen Job für dich. Wie sieht's aus? Sicher, ich bin ja der Problemlöser. Für die Familie mache ich alles. Wir haben ein Problem mit so einem Tatalia-Klugscheißer, Mikey Solari. Er treibt sich in der Nähe dieser Metzgerei rum, die du für uns rangeholt hast. Leg ihn um. Mordaufträge. Erhalten Sie einen Mordauftrag, erscheint im Aufgabenmenü eine Liste Ihrer Mordaufträge. Hier werden wichtige Informationen über die Zielperson und mögliche Bonusbedingungen angezeigt. Erfüllen Sie bei der Beseitigung Ihres Ziels die Bonusbedingungen, verdienen Sie mehr Geld und Respekt. Ja, das ist wie im wie beim zweiten Teil. Töten Sie Mikey Salieri. Nee, doch, Salieri, klar. Suchen Sie Mikey Salieri. Er ist eine Gasse hinter Emilios Butcher's Shop in Little Italy. Salieri soll einige Geschäftsfreunde der Corleones erpressen und hat gedroht, Emilio zu töten, wenn er kein Schutzgeld an die Tatalias bezahlt. Lassen Sie Salieri schnell und diskret verschwinden, am besten mit Ihren Fäusten. Kämpfen Sie mit bloßen Fäusten, gibt einen Bonus von $2,500, was mit der normalen Belohnung von $500 auf 3.000 geht. Wieso nicht? Ist lukrativ. Gut, dann nächster Auftrag. Die können wir ja alle... hey, hör auf zu laufen. So, die Aufträge können wir ja alle nacheinander annehmen. LKW sind immer ein guter Anfang. Ich habe auch als LKW-Räuber angefangen. Ich weiß noch, wie ich Papa erzählt habe, dass ich ins Familiengeschäft einsteigen will und dass ich lernen könnte, wie man Olivenöl verkauft. Und weißt du, was er gesagt hat? Er sagte mir, jeder Mann hat sein Schicksal. Und heute ist mein Schicksal, was diese verdammten LKW geladen haben. Und was es mir bringt. Verstehst du? Sicherlich. Kann ich jetzt LKWs klauen? Nee, immer noch nicht. Und wieso hat er mir das dann erzählt? Verflucht. Ich habe gerade keine Idee. Wirklich keine Idee. Nun ja, gucken wir mal, was hier im Nebenhaus so abgeht. Mal sehen, vielleicht finden wir ja jemanden, mit dem wir reden können. Weiß man ja nie. Oh, das ist verschlossen. Oh. Okay, es geht in den Keller. Hier sind Fliesen. Das hat für Gefangene meist nichts Gutes zu bedeuten. Das sind Magnums. Allerdings scheint es nicht hier, nichts anderes hier zu geben, außer eine verschlossene Tür und ein Keller voller Magnums. Naja, gut. Vom Balkon kann man wahrscheinlich nicht. Nun, dann werde ich doch mal gucken, was ich als nächstes erledige. Oh. Oh, oh. Puh. Zum Glück ist er nicht gestorben. Oh Mann, das hätte Ärger gegeben. Einen von den Corleones umlegen, wenn man in der Corleone-Familie ist. Ah, nee, das ist nicht so gut.
Da wäre ein Auftrag und das scheint mein Mordauftrag zu sein. Ich glaube, ich erledige zuerst den Mordauftrag. Der erscheint mir einfacher. Geht auch wahrscheinlich auch schneller, einfach mit Fäusten jemanden zusammenschlagen. Das sollte ja nicht allzu schwer sein. Jetzt wollte ich doch mal gucken, was hier hinten ist. Wahrscheinlich ist es einfach nur eine Rundfahrt. Allerdings kann man ja immer nochmal nachgucken, was das hier ist. Also von daher, okay, einfach nur eine Rundfahrt. Wirklich nichts Interessantes zu sehen. Kein Schwarzmarkt, kein Waffenhändler. Eigentlich langweilig, wenn man so will. Fahren wir doch erstmal nach. Ups. Eine recht schnelle Bremsung. Gucken wir noch mal, was wir hier so in Little haben. So. Wie gesagt, erst den Mordauftrag habe ich zumindest so. Wow, verdammt. Oh, 135 Wachsamkeit auf einen Schlag. Na gut, ich verstehe es auch. Ich habe wahrscheinlich da ein paar mehr Leute erwischt oder so. Von daher. Da ist der Eingang zum Hinterhof. Oder was auch. Hat er noch Türen zugemacht? Nur noch einen Monat und ich bin frei. Was heißt das bitte? Das ist mein Revier. Hey, raus hier! Salieri. Ich schlag dich zu Brei. Salieri. Bei den Tartaglias? Das ist komisch. So ein Messer kann ziemlich gefährlich sein, wir verstehen uns. Vergiss es, Arschloch. Ich übernehme den Laden. Ach stimmt, ist ja keine Druckanzeige drunter. Mal sehen. Willst du ein paar aufs Maul? Okay. Erledigt. Sehr schön. Töten Sie Mike Salieri, wie auch immer. Mordauftrag ausgeführt. Mordauftrag, was soll denn das sein? Respekt 500, Geld 500, Bonus. Erfüllung, Respekt 5000, Geld 2500. Also das hat sich ordentlich gelohnt. Gehen Sie jetzt, bitte! Oh, da habe ich nichts gegen. Oh. Da blinkt was orange. Nun gut. Moment. Lass mal kurz. Speichern wäre vielleicht nicht schlecht. Ich meine, ich habe jetzt einen neuen Auftrag angenommen. Ich habe gerade einen umgebracht. War jetzt ja nicht so kompliziert. Ich habe nicht viel wirklich. Ich habe eigentlich gar kein Leben verloren. Von daher ist das auch ziemlich wurscht. Aber dennoch, bevor ich dann das Ganze verliere, nochmal machen muss, was dann wieder so 5 Minuten kosten würde, speichere ich doch lieber nochmal. Und zur Sicherheit noch was trinken? Nein. Wirklich überhaupt nichts, was fehlt, dann würde ich einfach sagen, nehme ich mir mein Auto, guckt euch nirgendwo reinrasseln, damit der Ding nicht explodiert und fahre noch mal zu dem orangenen Punkt da hinten. Meine Story wartet. Mordaufträge warten auch, das kann man so auch sehen, klar, aber Mordaufträge sind im Moment einfacher und da es mir im Moment eher darum geht, Geld zu verdienen, um mir vielleicht mal so eine Spezialwaffe zu holen, wo ich dafür ein paar hunderttausend brauche. Naja, mal sehen. Ich glaube, ich habe mich hier gerade verfahren. Ja, habe ich. Definitiv. Dann, wieso nicht? Hier neben ist ein Haus der Tartaglias. Versuchen wir doch mal rauszufinden. Wo haben wir denn Nee. Da, Tartaglia. Nee, ich will eigentlich, kann ich da direkt? Nee. Okay. Ah, okay. Harry's Bar sind 2 Dollarzeichen, bedeutet. Ja, das ist eigentlich relativ viel da. Oder, naja, gut, sollte Normalgeld daraus springen. Demnach aber auch entsprechend Wachen. Ist dann. Ah, das hätte ich vorher bedenken sollen. Lauf! Nichts wie weg! So, schnell. Wo haben wir V? Ja, dann
lieber exekutieren, als zu warten, bis ich den dann komplett verprügeln kann. So. Hätten wir schon mal zwei erledigt. Die Frage ist, geht die Tür auf?